Wir spielen Civ 6 an einem langen Sonntag auf Twitch mit dem Heiligen Römischen Reich. Schön, dass ihr dabei seid. Übrigens, von wegen, ich sage ja manchmal die Deutschen auch hier. Und manche sagen sogar auf YouTube auch oder manchmal auf Twitch, ich sollte doch sagen, wir würden Deutschland spielen. Nur zur Erinnerung. Weil welcher Karl war das? Karl der Fünfte? Ein spanischer König oder Kaiser? Ein spanischer König? Ich glaube, das war zum Zeitalter der Kolonisierung Spaniens, zur Kolonisierung von Südamerika durch die Spanier. Da gab es mal, ich glaube, das war Mitte des 16. Jahrhunderts, einen spanischen König, der durch irgendeine Erbgeschichte zeitgleich dann zum Kaiser des Heiligen Römischen Reiches wurde, also zum deutschen Kaiser. Der hat dann geherrscht über Spanien, über Deutschland, sofern man das als Deutschland bezeichnen möchte, über Norditalien. Genau. Norditalien, Deutschland, Spanien und Habsburg. Ich glaube sogar Habsburg, also Österreich, glaube ich auch. Oder war das derjenige, aus dem dann die Dynastie der Habsburger begann? Oder relativ früh irgendwas in der Art? Die einzigen echten Widersacher, die er hatte, waren, glaube ich, die Franzosen damals. Mit denen hat er wiederum Krieg geführt um Norditalien. Im Augenblick dreht sich mein Halbwissen durcheinander und irgendwas in der Art und Weise wird schon stimmen. Im Zweifelsfall stimmt das, was der reine Zufall im Twitch-Chat schreibt. Das war damals das heilige deutsche Reich bullischer Nation. So, wir machen hier mal weiter. Wir haben einen Siedler. Schicken wir den mal hier in die Stadt rein. Hier wird gleich weiter gekämpft. Ja, ein guter Hinweis von North Bowman. Das war kein Halbwissen. Ich sollte viel positiver auftreten. Es handelt sich natürlich um Kalbwissen. Danke dir. Hier haben wir einmal gerodet. Hier wird ein Sägewerk gleich gebaut. Es ist ein bisschen Pokern. Einmal zurück. Den können wir auch befördern. Einmal feuern. Also den sollten wir schon killen, ne? Entweder verzichten wir auf die Beförderung und ballern hier einmal drauf, oder wir ziehen mit dem vor, dann steht er aber sehr riskant da. Ich würde schon gerne die Beförderung mit dem nutzen erstmal. Der hat als Beförderung Pfeilhagel. Ist plus 7 gegen Nahkampfeinheiten. Wir könnten mit ihm rausziehen und nächste Runde wieder in die Stadt zurück. Das sollte der eigentlich überleben, oder? Wir wagen es mal, komm. Den Bogenschützen von Kandi können wir nicht nutzen, weil das sind beides Felder, die 2 Bewegungspunkte kosten. Yokozuna, und der hat nur 2, von da aus kann er nicht fördern. Der kann aber von hier aus einmal sich befördern. Dann ein Handwerker, einmal ein Sägewerk bitte. Mit dem Tempo spielen wir das Eilige Reich, meint Valin. Oder bei Lün im Chat. Mit dem Speer wiederum geht's mal hoch nach hier oben. Mit denen können wir ein bisschen weiter plündern und denen die ein bisschen in Konfusion bringen. Einfach mal alles kaputt machen, was es hier so gibt. Warum? Weil wir es können, Leute. So ein bisschen für alle Richtungen verunsichern. Annehmlichkeiten fehlen, alles gut. An Politikkarten hatten wir jetzt eingestellt. Hafen schneller bauen. Wie viele Annehmlichkeiten haben wir eigentlich? Wie zufrieden sind unsere Leute? Wir könnten mal damit beginnen, Unterhaltungsdistrikte zu bauen. Bislang haben wir noch keinen einen gebaut. Eine Runde weiter. Die greifen uns an, feuerfrei. Das war klar. Der Musketier steht aber durch. Alles gut.
Schon wieder wurden unsere Handwerker gefangen genommen, tatsächlich. Ja, hier vorne. Zum dritten Mal in der Reihe, was es so alles gibt. Unglaublich. Marmaran, vielen Dank fürs 11. Abo. Dank mir ist sie Fan geworden. Das ist ein ganz zauberhaftes Kompliment, ganz im Ernst. Das höre ich total gerne. Wirklich. Jetzt ziehen wir hier durch. Erobern den wieder. Kommen dadurch einen XP. Und sind Handwerker wieder zurück. Klasse. So, und jetzt können wir uns so langsam trauen, hier hinten zu siedeln. Stupa. Zwar eine schnelle Einheit bauen, die hinterher eilt. Wiedlands Wüstenland hat ja ordentlich Produktion. Eine schnelle, kurze Einheit für die Absicherung, so einen Armbrustschützen zwischendurch, auch ohne Politikkarte. Was könnten die Alternativen sein? Im Augenblick gar nichts. Hanse bauen. Theaterplatz bauen. Da würden wir viele tolle Felder kaputt machen, aber Kultur brauchen wir eigentlich dringend. Theaterplatz hier oben hin. Hatten wir uns nicht überlegt, den Theaterplatz hier hinzusetzen? Wir wollten... Ah nee, das geht nicht wegen des Schutzgebietes. Dann haben wir dasselbe Problem in Grün hier. Also entweder machen wir das tolle Feld kaputt oder das. Ich glaube, das Schutzgebiet hier ist noch cooler. Der Theaterplatz wäre schon cool, ne? Hanse wäre auch sehr wichtig. Die Werkstätten geben gleich Kultur. Was wir machen könnten, wir könnten die Hanse. Nachbarschaftsbonus wird ja auch verdoppelt. Also das Feld kaputt machen wäre krass. Das ist neben einem Naturwunder. Das wäre echt heftig. Hier hätten wir plus 1, da hätten wir plus 1. Könnten das hier unten überbauen. Das könnten wir überbauen, das plus 2 Feld. Da können wir die Hanse hinsetzen und hier den Theaterplatz. Dann bilden die noch ein Dreieck. Würden zwei tolle Felder kaputt machen. Ja? Hier unten die Hanse hin. Nachbarschaftsbonus plus 2 mit dem Theaterplatz 3. Mit Politikkarte 6. Und der Theaterplatz hier vorne. Hat plus 2 durch das Weltwunder hier. Und durch die Bezirke dann käme der auf 3. Okay? Ich würde mit der Hanse anfangen, hier unten drauf, auch wenn es weh tut. Dann gehen die schönen Felder alle kaputt, die wir gebaut haben, aber geht ja nicht anders. Ade, du Ambroschützen-Idee. Osterwunder, goldiger Mond. WB ist so fesselnd, ich wollte eigentlich schon vor einer Stunde duschen gehen. Aber ich komme nicht von hier los. Also ich weiß nicht, also das ist natürlich ein sehr schönes Kompliment. Andererseits wiederum, ich weiß nicht, ob es Menschen gibt, die dir persönlich nahestehen. Um dir einen kleinen Spoiler zu verraten, mit der Einstellung stehen sie dir nicht nahe. Die stehen eher ganz weit weg. Aber du musst es selber wissen. Du musst es selber wissen, goldiger Mond. Osterwunder. Nächste Produktion werden repariert. Werkstatt bauen. Ihr wisst warum. Wir wollen, Leute, Werkstatt bauen. Komm, wir gehen auf Nummer sicher. Wir kaufen ihn jetzt. 1030. Und kaufen den. Und er bekommt dann nach dem Mausoleum den nächsten Punkt. Leonardo da Vinci. 3 Zeitalterpunkte für uns. Dann hier vorne. Tempelbau. Noch mehr Glauben, bitte. Hanse unbedingt auch nachher. Aber wohin? Wo bauen wir hier eine Hanse hin? Hier oben Felder kaufen und oben Hanse hin. Da vorne ist auch eine 4er Hanse eingezeichnet, sobald wir Geld haben. Katzenwäsche.
Ist immer eine Option, goldiger Mond, ne? Ist nur so, also Katzenwäsche ist eine Option zur Dusche, wollte ich nur sagen. Wollte ich nur so mal in den Raum werfen als Idee. Bibliothek, Schrein. Bibliothek plus 3 Wissenschaft, Schrein, vieles andere mehr. Wir gehen mal auf die Wissenschaft. Speer. Einfach mal an Land gehen. Dann haben wir hier nämlich auch eine Annehmlichkeit durch die Garnison. Durch die entsprechende Politikkarte. Weltwunder, Alhambra wurde gebaut. Hier bauen wir ein weiteres Sägewerk hin. Mit ihm ziehen wir hier runter. Können hier auch ein Sägewerk gleich hinsetzen. Hier können wir jetzt gepflegt auf unsere Damen und Herren Nachbarn feuern. Einmal hier hin. Einmal feuern bitte. Zum Sterben reicht es nicht. Wir könnten denen den Campus-Distrikt plündern und 117 Wissenschaft holen. Druck braucht wie viel noch? Das machen wir. Nach dem Druck geht es dann nahtlos weiter mit. Mit dem Bankwesen. Druck, dann Bankwesen. Einmal plündern. Aber dann wird er weiter beschossen. Danach kann der aber zurückziehen und heilen. Der wird einmal angegriffen, einmal beschossen. Ich weiß nicht, ob es klappt. Ich setze drauf, mal drauf, dass er heilt. Einmal Campus plündern, bitte. Druck ist da. Vielleicht doch nicht mächtiger als das Schwert. Doch die Druckerpresse könnte schwerer als die Belagerungswaffe sein. Nur ein paar Worte können alles verändern. Mehr diplomatische Sichtbarkeit hilft beim Kampf. Einmal wurde geplündert. Den Bogenschützen stellen wir doch mal so langsam in Richtung Front hin. Mit denen ziehen wir sachte... Oh, das geht noch gar nicht. Ein Handwerker. 5 Aktionen. Ein Handwerker Tag 2. Mit dem können wir gleich scouten gehen. Das ist ja der ideale Scout hier. Hier können wir noch hingehen und Sachen bauen. Hier wollten wir runter. Hier oben. Hier oben können wir noch einmal eine Quecksilbermine bauen. Hier gehen wir einmal rein und plündern alles weg, was es gibt. Hintergrund Maori Gesänge. Silber in Wietland anschließen? Nein. Weil das Silbervorkommen hier liegt. Aus irgendeinem Grund wollten wir das nicht. Warum wollten wir das nicht machen? Warum wollten wir das nicht machen? Fällt kein Grund gerade dafür ein, warum nicht? Du hast recht. Warum machen wir das die ganze Zeit nicht? Schutzgebiete sind nicht da? Sollten wir echt machen. Mir fällt der Grund gerade nicht ein. Hatten wir angeschlossen und ein Sandsturm hat zerstört? Alles klar. Die bleiben wir bitte nebeneinander hier erstmal. Die decken sich gegenseitig. Baumwolle können wir da oben anschließen. Haben wir auch noch nicht. Ist eine gute Idee. Statt Fernkampf. Feuer frei auf eine Rebelleneinheit. Gore Diederik meint, WB denkt an die Zivilbevölkerung und lässt den Händler leben. Ja, das ist ja lieb, dass du glaubst, das wäre mein Grund dafür, warum ich den leben lasse. Der Grund ist aber leider ein anderer. Der Grund ist, dass die Maori hier im Augenblick eine Spezialfähigkeit haben. Das hatten wir vor einer Stunde erlebt und der nicht plünderbar ist. Eine Runde weiter. Aber nett, dass du mir so viel Güte zutraust, schmeichelt mir. Люди жаждут познания и красоты, но вы гнушаетесь наукой и искусством. От чего же? Freundlich werden wir gedisst von dem Zaren in Russland. Ah, die rücken vor. Jetzt hoffe ich sehr, der Musketier hält durch. Sonst hätte ich mich echt verpokert. Aber wir haben Glück. Ganz knapp packen wir es. So, jetzt ballern wir mit dem den hier weg. Schon wieder ein Verlust.
Sie mit dem Kollegen hier oben rein? Mit ihm könnt ihr von der anderen Seite von hier immer schön feuern. Das kostet 2 Bewegungspunkte. Wir lassen den da mal stehen. Und so langsam könnten wir übrigens auch, nur mal als Gedankenspiel, darüber nachdenken, hier wird in einer Runde rebelliert, ob wir eventuell versuchen, einen Friedensschluss mit den Maori hinzubekommen. Das sollte bald möglich sein. Ob uns das, weil die haben ihnen so hohe Verluste zugefügt. Bringt uns was im Augenblick der Krieg gegen die noch? Wir haben ein bisschen geplündert, ist ja so eine 50-50-Sache. Wir haben in den Siedler gemobst, die können ja nicht weiter expandieren. Bringt es uns was, noch weiter Krieg zu haben mit den Maori? Vielleicht können wir eine schöne, coole Belohnung bekommen für unseren Friedenswillen. Oh, er will, dass wir ihm Geld zahlen anscheinend. Träum weiter, Cooper. Ich glaube, wir müssen ihm den Preis noch ein bisschen weiter hochtreiben für einen Friedensschluss. Uni fertig, Schiffswerft, Werkstatt. Gleich kommt Leonardo. Da Vinci mit dem doppelten Kulturbonus für Werkstätten. Der Hafen hier in 3 Runden, Mausoleum von Halikarnassos fertig. Wir könnten auch auf Nummer sicher gehen und hier noch einen Produktionsfokus einstellen. Ja, ob das so viel bringt, weiß ich nicht. Hier könnten wir noch ein Sägewerk bauen. Und er baut hier oben ein Sägewerk. Das sieht gut aus. Mhm. 2 Runden bis zum Mausoleum von Halikarnassos. Wir können wieder 3 Gesandte schicken. Einen Suzerainbonus können wir nirgendwo abgreifen. Hier 20% Produktion für Stadtprojekte brauchen wir im Augenblick gar nicht. Ja, wir könnten dann hier wieder Suzerain werden und könnten dann, wenn wir viel Geld hätten, das wir nicht haben, die Truppen in Hongkong anheuern hier. 720 Ocken. Und dann könnten wir hier den Teufel des Krieges entfesseln, könnten runterziehen und Leute erobern, aber bei plus 39 sehe ich nicht. Wir müssen auch ständig die Einheiten verbessern. 3 Gesandte. So zu rennen werden könnten wir nur in Hongkong und in 20% Bonus für Stadtprojekte, finde ich, bringt uns gerade gar nichts. Woanders könnten wir überall die Banken, die wir noch nicht haben, boosten. Werften kann man boosten mit 4 Gold. Werften können wir in mittlerweile bauen. Schiffswerften. Sind Werften Schiffswerften? Ich glaube ja, ne? Ich glaube, das ist nur eine komische deutsche Übersetzung. Schiffswerften sind doch die Werften, oder? Oder werfe ich hier irgendwas durcheinander? Pardon, oder werfte ich hier irgendetwas durcheinander? Kalau-Alarm! Habe ich gerade was durcheinander geworfen? Gewerftet? Oder wie sieht's aus? Ich glaube, das ist dasselbe. Ich glaube, das ist nur eine obskure deutsche Übersetzung. Wir könnten ja überall einen Gesandten reinpacken und diese dritte Stufe schon mal freischalten. 3-mal. Sonst rennen sind wir eh nirgendwo. Ich würde das machen. Ja, wir machen das. Überall hier einen Gesandten rein, bitte. Dann hatten wir hier ein Sägewerk hingesetzt. Mehr können wir im Augenblick mit dem Kollegen gar nicht machen. Wir ziehen mit dem mal rüber auf die andere Seite des Ozeans. Das Leonardo da Vinci. Noch aktivieren wir ihn nicht. Wir können ihn als Scout benutzen im Augenblick. Das ist eine coole Idee. Das gefällt mir. Wir beamen ihn mal nach Kandi. Wir können nicht nach Kandi beamen. Ach, weil da ein Handwerker drin steht. Also zum Reparieren will ich ihn eigentlich hier stehen lassen. Der 3. Wir ziehen hier mal rüber. Einmal hier hin. Jetzt beamen wir den Kollegen runter. Der ist ja unsterblich. Dem kann ja kein Leid widerfahren. Es gab früher Sith-Teile, da war das anders. Da konnten die richtig gekillt werden, die großen Persönlichkeiten. Und das war so bitter. Könnt ihr wieder daran sich daran erinnern? Welche Sith-Teile galt das? Dass man große Persönlichkeiten zerstören oder gefangen nehmen konnte?
Das war immer ein Drama, wenn man einen verloren hat. Das war ganz abscheulich, war das immer. Ein Bauernhof hierhin. Die ziehen unten lang da vorne hin. Einmal hier rein unterheilen, bitte. Zu 4. Silber in Wiedland, gute Idee. Die haben eigentlich genug kaputt gemacht, die bleiben ja erstmal stehen. Hier vorne einmal Baumwolle anschließen. Leute sind gleich ein bisschen glücklicher. Statt Fernkampf, Rebellen kommen. Das tat weh. Rest bleibt hier. Und eine Runde weiter. Die können wir gleich befördern. Machen wir nächste Runde. Hier nähern sich Barbaren. Wissen wir, sind informiert. Alles gut. Glaubenspunkte sammeln wir weiterhin. Hier ist alles auch okay. Müssen wir bei den Politikkarten irgendwas drehen? Ich denke das nicht. Und eine Runde weiter. Und weiter Maori beobachten hier. Einmal Quecksilber anschließen. Haben wir Quecksilber jetzt doppelt? Ich glaube ja. Dann können wir einen Quecksilber eventuell eintauschen. Ob uns irgendjemand eine doppelte Luxusressource gibt, die wir noch nicht brauchen. Die Gallia-Gewürze. Gewürze haben wir noch nicht. Gucken, Gewürze gegen Quecksilber. Ob der Gallia das macht. Zwei Gold, 30 Runden lang. Soll er das machen? Vier unserer Städte etwas glücklicher. Also die zwei Gold tun nicht weh, das kann man machen. Ja? Einverstanden? Alternativ könnten wir ihm auch versuchen, die Pferde nimmt er uns nicht ab. Baumwolle nehmen uns vielleicht auch andere ab. Ich glaube, ich würde das so machen. Jetzt müssen unsere Leute gleich auch viel glücklicher sein und Baumwolle könnten wir versuchen auch noch zu verkaufen. Die Portugiesen werden mit uns keinen Handel treiben, die mögen uns nicht. Mehr kann man nicht machen gerade. Eine Runde weiter. Der baut Einheit um Einheit hier. Unser Armbrustschütze wird angegriffen, er muss gleich abhauen. Nein! Frieden! Ich will Frieden haben, Cooper. Schon ist eine Einheit gerade gestorben. Ein leichter Vulkanausbruch in der Stadt, die angegriffen wird. Macht alles kaputt. Ist das ein Zeichen? Und wenn, ist es ein gutes Zeichen? Nein. Ist ein böses Zeichen, ja. Es ist ein sehr böses Zeichen. Verlässt uns der heilige Buddha. Sollen wir mal gegenüber Cooper und Frieden winseln? Sowas beeindruckt mich. Das ist echt ein Zeichen. Die Stadt, die umkämpft wird, wird hier bedroht. Gott, wie furchtbar. Ich glaube, wir sollten... Hier entscheiden wir gleich über die Stadt behalten. Ich glaube, wir winseln mal um Frieden, ja. Weil der geht gleich als nächstes drauf. Und vor allem, ich will nicht, dass sie uns die Bezirke kaputt machen. Und hier entsteht gerade das Weltwunder. Wenn eine Einheit auf das Weltwunder drauf fällt, draufzieht, geht der Bau nicht zu Ende. Und auch, es kann auch sein, dass der ganze Bau so ein bisschen lahmt, weil die unsere Dinge kaputt machen. Komm, wir winseln, wir gucken mal. Vielleicht macht er Frieden. Zu besseren Bedingungen als eben. Ja! Endlich! Ja, komm! Ich eben wollte noch Geld haben. Aber jetzt will ich Geld sehen, komm! Ich glaube, der hat keinen Spion bei uns. Was, wie viel Gold bekomme ich einmal? Achso, das ist Gold auf unserer Seite. Ich dachte, macht einen gerechteren Vorschlag? Oh, das war alles. Vielleicht ein Gold, damit ich gegenüber meinem Twitch-Chat und den YouTube-Zuschauern mein Gesicht wahren kann. Ein Gold? Wenigstens eins? Eins?
Ah, okay, komm. Frieden. Frieden, Frieden zu unserer Zeit, alles klar. Wir haben ja was wir bekommen. Wir haben Wissenschaft bekommen zwischendurch durchs Plündern. Wir haben seine Stadt geplündert. Wir haben einen Siedler bekommen. Ja, wir haben verhindert, dass er uns auf dem rechten Kontinent zusiedelt. Wir haben eine Einheit nur verloren, er haufenweise. Komm, wir machen das. Wir schließen Frieden. Ja, das funktioniert. Ein bisschen grollt er uns aber. Details. Truppen werden rauskatapultiert. Einheit kann wieder befördern und dann heilen. Großer Ingenieur kann jetzt nicht mehr. Können wir jetzt auch wieder zurückschicken nach oben hin. Oder irgendwo zum Scouten. Gibt es ja irgendwas zum Scouten? Nee, ne? Nein, nicht wirklich. Den schicken wir jetzt wieder rauf nach Aachen. Wollen wir die Stadt behalten? Wollen wir Otatarapa behalten? Die sagen, wir wollen gerne zu euch gehören. Also aus der Stadt wird was. Im Augenblick ist die Stadt noch nichts. Es gibt Stadtmauern. Ja, toll. Immerhin, es gibt Stadtmauern. Also ich würde sie behalten. Jetzt nochmal mit sie. Klar, natürlich, wir könnten, wenn wir jetzt einen Siedler bauen, wenn wir einen vor Ort hätten. Nee, dann müssten die Stadt erst zerstören. Komm, wir behalten die. Einem geschenkten Gaul schaut man nicht ins Stadtmaul oder wie auch immer. Gehört hier zu uns. Zwei Zeitalterpunkte für uns. Bekommen wir auch noch. Nähern uns langsam einem normalen Zeitalter. Ach komm, das geht. Das Feld geht natürlich nicht mehr. Hier kann man keine Stadt mehr gründen. Hier unten könnte man Städte gründen, aber ich weiß nicht. So, was setzen wir jetzt hier in der Stadt noch hin? Pins. Hafengelände, keins. Was bauen wir jetzt hier, Leute? Was meint ihr? Also erstmal, wie viel Nahrung hat die Stadt? Überschuss von plus 2. Wo arbeiten die Damen und Herren Bürger? Den können wir auf jeden Fall Handwerker rüberschicken. Die sind auch mittlerweile nicht mehr bullistisch. Die müssen wir wieder umdrehen. Wo könnten wir Pins hinsetzen und Bezirke platzieren? Hansedistrikte, unser Spezialdistrikt, der das Industriegebiet ersetzt, bekommt plus eine Produktion für angrenzende Ressourcen jeden Typs. Deshalb wären es hier zwei, weil eine Ressource zwei daneben sind. Das kann man machen, aber es ist, ihr seht es an dem weißen Symbol, ein Überschwemmungsgebiet, und zwar das erste, das überschwemmt sein wird. Trotzdem wäre das naheliegend, das hier hinzusetzen. Dann bekommen Industriegebiete, also pardon, die Hansa-Distrikte noch plus 1 für Dreiecke von Häfen. Hier können wir einen Hafen hinsetzen. Hier wäre ein Dreieck. Nee, hier wäre kein Dreieck. Stimmt nicht. Hier wäre nur plus 1 durch diese Ressource hier unten. Dann würde ich eher sogar auf einen Handelsdistrikt gehen. Handelsdistrikte geben uns ebenfalls plus 2 Produktion für die Hanse. Und den wiederum könnte man zum Beispiel auf den Sumpf draufsetzen. Hier plus 2, weil Nebenfluss. Für Campus haben wir plus 1 hier. Ich frage mich gerade, wodurch. Weil zwei Dschungelfelder daneben liegen. Für Theaterplatz haben wir gar nichts. Für Staudämme ist kein Platz. Ich glaube, ich will lassen den Hafen weg. Ich bin nämlich kein Freund davon. Ich weiß, es sehen manche andere Hafen- und Handelsdistrikte gleichzeitig zu bauen. Und dann setzen wir hier. Wir sind ja auch schon spät im Spiel. So viel bauen wir nicht mehr. Wir setzen eine Hanse hier hin. Wir setzen ein Handelszentrum hier hin in den zweiten Ring.
Ja. Hier kommen wir Rode nachher noch. Da sollten wir einen Handwerker zum Roden hinschicken. Wir könnten ein... Natürlich, wir machen es anders. Wir setzen hier die heilige Stätte hin. Und hier setzen wir den Handelsdistrikt hin. Denn die heilige Stätte bekommt bei uns durch unsere Glaubenssätze plus einen Nachbarschaftsbonus von der Wüste daneben, auch wenn die uns nicht gehört. Und einen zweiten Wissen, einen zweiten Nachbarschaftsbonus. Nee, stimmt, es ist nur durch die beiden Wälder hier, aber der Wald wird ja entfernt, dann klappt das doch nicht. Dann ist das nur ein einer Nachbarschaftsbonus und ein Zweier höchstens dadurch, dass wir hier noch ein Dreieck bilden mit dem Handelsdistrikt. Also plus eins durch das Industriegebiet, zwei durch das Dreieck hier. Der hat in Summe auch drei, zwei durch den Fluss und eins durch die beiden hier. Ich glaube, wir machen das so. Ja. Erster Schritt ist aber, dass wir hier vor Ort mal beginnen. Habe ich das richtig im Kopf, dass der Sumpf entfernt wird, wenn man einen Distrikt draufsetzt? Weil wenn ja, würde ich gerne Folgendes machen. Dann würde ich jetzt erstmal einen Handwerker hinschicken, der den Sumpf entfernt. Dann bekommen wir mehr Nahrung. Und dann fangen wir an, die Bezirke zu bauen. Ja? Das heißt, wir schicken dann einen Handwerker rüber. Zum Beispiel den Kollegen, der hat noch drei Aktionen. Den können wir hier schnell ins Wasser schicken. Der rennt dann rüber. Monument, Gordedrick brauchen wir nicht unbedingt, falls wir schnell genug sind, innerhalb der nächsten 16 Runden, bevor der Weltkongress seine Wirkung verliert, einen Bezirk zu bauen, dann bekomme ich einen Kulturschock. Aber das wird, wir wissen nicht, wahrscheinlich reicht es nicht. Wenn ich sagen, wir holen uns erst den Sumpf und bauen ja stattdessen was anderes an, das kann ein Monument sein oder Kornspeicher. Ach, Scheibenklasse, wir brauchen ja doch den Hafen wegen des Süßwassers. Wir haben ja kein Süßwasser. Dann brauchen wir doch den Hafen hier unten. Der ist obligatorisch. Hier oder wo auch immer. Anders geht's nicht. Irgendwo hier brauchen wir auf jeden Fall einen Hafen. Dann würde ich ihn erstmal hier bauen, dann müssen wir nichts dazu kaufen und können sofort damit anfangen. Hier fangen wir sofort mit dem Hafen an, ohne warten zu müssen. Und dann können wir doch drüber nachdenken, ob wir eventuell einen Handelsdistrikt hier runterschieben. Das überlegen wir später. Fangen auf jeden Fall an jetzt mit dem Hafen hier unten. Zweier Nachbarschaftsbonus. Ich habe die Hafenkarte drin, genau. Die hilft, ich habe mal ein Drittel Produktion mehr für den Hafen. Alles klar? Da machen wir noch einen schönen Stadtnamen. Den haben wir nämlich noch nicht.